Also ich mache Ausbildung als Friseurin. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Was mir besonders gut an meinem Beruf gefällt, ist, dass ich immer sehe, was ich gemacht habe. Also dass es mir richtige Glücksgefühle gibt, wenn ich Menschen ein schönes Gefühl geben kann. Oder wenn halt Menschen sich einfach wieder wohlfühlen. Und ich halt, ja, wie schon gesagt, einfach sehr lange mein Ergebnis sehe, was ich halt bei der Person gemacht habe. Und die Person halt noch länger damit rumläuft. Und der Menschenkontakt ist extrem schön, weil man immer wieder neue Leute lernt und man hört immer irgendwelche Geschichten oder Neuigkeiten oder sowas. An meinem Beruf finde ich es schade, dass, obwohl man so viel leistet, eigentlich recht wenig bezahlt wird. Und dass also mein Beruf halt immer noch als sehr nieder oder halt nicht hoch angesehen wird in der Gesellschaft. Obwohl es eigentlich wirklich ein toller Beruf ist und einem sehr, sehr viel Freude gibt. Hallo, Marcel. Zunächst mal vielen Dank, dass Sie uns einen kleinen Einblick in Ihre Gemütslage gegeben haben. Und die beiden Punkte, die Sie ansprechen, kann ich auch nachvollziehen. Und die beiden Punkte hängen ja auch ganz eng miteinander zusammen. Es geht ja letztlich um die Wertschätzung, die Sie mit Ihrem Handwerk erhalten oder eben, so offensichtlich Ihre Wahrnehmung, die Sie nicht im angemessenen Umfang erhalten. Ich kann mich noch gut erinnern, vor ein paar Wochen hatte ich mal die Gelegenheit, mit einer Kollegin von Ihnen relativ lange zu sprechen, Friseurmeisterin, Saloninhaberin. Und auch diese Kollegin hat sich mir gegenüber ähnlich geäußert, hat gesagt, in Deutschland ist letztlich dieses Thema gepflegt und gut aussehen, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, bekommt es nicht dieselbe Aufmerksamkeit eben wie in anderen Ländern. Ja, und das kann sich natürlich dann irgendwann auch im Gehalt äußern. Letztlich muss ja jeder Einzelne von uns zur Erkenntnis kommen, dass wir es beim Friseurhandwerk mit einem anspruchsvollen Handwerk zu tun haben. Ich meine, nicht umsonst lernt man ja 3 Jahre, bis man dann eben diesen Beruf beherrscht. Und das bedeutet natürlich letztlich auch, dass hier jemand mit einer tollen Qualifikation letztlich eine Dienstleistung für mich als Kunden erbringt, die eben wertvoll ist. Und das wiederum heißt natürlich, dass ich mir als Endkunde klar machen muss, dass hochwertige Arbeit, eine hochwertige Dienstleistung eben auch angemessen entlohnt gehört. Wir alle als Kunden haben es also in der Hand, wie eben solche wichtigen Dienstleister, wie Sie es sind, entlohnt werden. Und hier kann ich natürlich nur hoffen, dass das möglichst viele Menschen genauso sehen, wie es eben ich sehe. Verdient haben Sie, haben Ihre Kolleginnen und Kollegen das auf jeden Fall. Und wenn wir mal kurz zurückdenken, eigentlich haben wir ja gerade erst in der jüngeren Vergangenheit ganz eindrücklich gesehen, wie wertvoll Ihr Handwerk für uns alle ist. Ich denke, wir haben alle noch ganz gut in Erinnerung, wie es war, als im Lockdown plötzlich die Friseursalons schließen mussten, wie wir nach ein paar Wochen, ich sag mal, alle dann irgendwie ein bisschen abenteuerlicher ausgesehen haben. Ich möchte jetzt überhaupt nicht anfangen von so diversen Versuchen, ja, zu Hause sich dann gegenseitig die Haare noch ein bisschen zu schneiden und was dabei herausgekommen ist. Ja. Aber da haben wir es ganz klar gesehen, wie wichtig eben Ihre Dienstleistung ist. Und das hat ja auch letztlich Ministerpräsident Söder irgendwann mal geäußert, indem er gesagt hat, der Friseurbesuch ist eben ein Grundbedürfnis. Ja, und wenn man das alles zusammenfasst, wenn man da ein Fazit draus ziehen möchte, das Friseurhandwerk ist ein unheimlich anspruchsvoller Beruf, der eben für uns alle eine unheimliche Bedeutung hat. Und ich freue mich, wenn bei Ihnen, wenn bei Ihren Kolleginnen, bei Ihren Kollegen einfach die Wertschätzung, die Sie verdienen, egal in welcher Form, ja, Sie haben ja von 2 Formen gesprochen, wenn diese Wertschätzung bei Ihnen ankommt, denn eins ist klar, verdient haben Sie es.